Herzlich willkommen, liebe GC-Fans, zum 280. Derby zwischen dem FC Zürich und dem Grasshopper Club Zürich. Dosin läuft dann an. Und dann seht ihr den Margreiter, der dann auch unter Druck gesetzt wird. Und Brunt, ein Fehlpass, spielt im Salnes in die Füße. Und dann jetzt gefährlich Dosin auf und davor, jetzt im 16. Nimmt Dosin, zieht ab. Aber dann ist Justin Hammond so schnell. Da ist noch entscheidend bedrängt worden. Aber genau das sind die Aufbaufen. Jetzt hat die rechte Hand. Und Flanke kommt und kommt. Und da kommt tatsächlich der 24er, der Katic zum Kopf. Gegen den Dosin, immer noch Bolla. Bolla immer noch, läuft am Salnes davor. Spielt dann auf die linke Seite raus zum Pusic. 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 Immer noch. Flanke schön. Kommt. Und. Oh, fast auf den Kopf. Aber da ist der Kovabe. Und der Morandi. Und das ist das GC. Aber offside. Das war sauber nur kurz da im letzten Rund. Kein Goal. Immer noch 0-0. Ja, warten wir mal ab, was Volkertschwil sagt. Schmid versucht zu nerven. Aber da sind mit dem Kopf dazwischen. Polla aus der zweiten Reihe. Guter Schuss. Hi. Gefährlich. Und go. Riesen Chance vom Schettine. Dann sitzt der. In Denge ist es. Ist in Denge gewesen. Ja, in Denge neben das Goal. Eieiei. Gut also, gemacht von Polla. Ja, bin da aus der zweiten Reihe. Der Gegenball. Vor der Südkurve. Morandi. Flanke. Auf den Kopf vom Schettine. Eins von GC. Goal, geht's weg. Schettine mit dem Goal, GC, also 1, FCZ 0, eine schöne Flanke. Und dann ist unsere Nummer 95 da mit dem Kopf unser Glück schiesst. Somit also Führung in dem Zürcher Derby für den Grasshopper Club Zürich. Ja, wichtig, wichtig ist 1-0 in der 31. Spielminute, die gerade abgebrochen ist. Herz, das sich gehen lässt, direkt Zeit zum Polla. Sehr auffälliges Spiel von Polla, Polla mit der längsten Flanke. Richtig Morandi, Ball wird vorerst abgeklärt. Kovabe in die Mitte, Gold! Gold der GC! 2-0, Peti Pusic kommt da am Böllen und netzt die GC 2, FCZ 0. Ja, so einfach ist Fußball zum Teil, einfach ein Böllen in die Mitte und dann ist unser Peti Pusic nach langer Abwesenheit, ist es glaube ich das erste Goal, das er für unsere Farbe wieder erzielt, nach der Covid-bedingten Langzeitabwesenheit und da im Schwimmfest bei GC hinten dran. Aber man kann vielleicht einen Konter fahren. Schettine, ja. Kovabe und der Weideball in Richtung Giotto Morandi. Der läuft und läuft. Peti Pusic wäre ganz links anzutreffen. Jetzt macht der Morandi, gib ihn an Pusic. Pusic allein, 16er. Nein, was macht der? Schiesst doch ab und dann aber... Ja! Goal für GC, Schettine, 3-0. Zuerst habe ich gedacht, was macht der Peti Pusic? Ich kann ihn abziehen, aber er ist hellwach und schiebt ihn über auf den Brasilianer. Und dann ist 3-0 für GC im Zürcher Derby. Ja, zuerst habe ich schon gedacht, was um Gottes Willen macht der Pusic da auf Pass von Morandi. Aber er leitet ihn perfekt auf, damit dann der Schettine perfekt abschliessen kann. Um hier ein bisschen Resultatkosmetik vorerst mal zu betreiben. GC hat natürlich etwas dagegen. Die Person vom Schmid, Pusic, leider ein bisschen in den Rücken gespielt. Ui, oh, hey, ja, Schiri! Das wäre geil. Das ist mindestens geil, voll hinein gesagt da. Das könnte sogar rot sein. Das kann rot sein. Also da muss sich Volkertschwil einschalten. Er sagt ihm voll hinten rein, das 23. Dienste vom FCZ, der Fabian Rohner. Klassische Schere ist das gewesen. Ja, also da muss der VAR schauen. Ich hoffe, dass sich Volkertschwil da meldet. Voll hinten rein gesagt. Und auch Schmid und Kamabe gerade am Diskutieren. Mal schauen, ob der FCZ das Spiel noch dezimiert beenden wird. Wenn der VAR schon einschaltet, dann muss das rot sein. Mal schauen, wie er sich entscheidet. Ja, das mal ist kein Abraschi, das mal ist ein Rohner, der fliegt. Also, der Rohner fliegt vom Platz nach einer klaren roten Karte. Volkertschwil hat sich eingeschaltet. Mal schauen, ob jetzt der FCZ gleich wechseln wird. Ja, muss wechseln. Also ja, muss, aber über die gleichen Rohner geplant hat. Jetzt Standard ja eher ungefährlich sein vom FCZ. Spiel freigeben. Flanke kommt in Richtung Weiterpfosten. Und der verpasst gefühlt alle, aber dann ist doch noch das GC-Bein dran. Und es gibt Eckball für den FCZ. Ja,
Wer steht am Penaltypunkt bereit? Cem Ayli? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ja, der wird dann wahrscheinlich geben. Nachher wird es den Penalty geben. Er wird ihn geben, wahrscheinlich. Ja, die FCZ-Fans freuen, dass sie vielleicht zum Ehrenkopf kommen, Ehrengoal kommen. Hammel noch hinter der Linie. Jetzt nimmt der FCZ-Spieler Anlauf und versenkt. 3-1. Ja, nur, das wird Resultat komplett bleiben. Wir werden das Derby gewinnen. Und der FCZ am Tabellenende schmoren, die es eigentlich angehört. Somit also FCZ 1, GC 3. Der Bolla müsste das sein. Bolla zum Momo. Momo läuft da, geht ins Dribbling, schön, wie das der Nigerianer macht. Ja, aber dann gibt er ihn her. Nein, immer noch der Momo, jetzt gibt zurück. Momo! Ja! 4-1 für GC! Da kommt er tatsächlich noch, der Topf vom Christian Herz ist es. 4-1 für den Grasshopper Club Zürich. Ja, da ist das Resultat also wieder ein bisschen klarer. Francis Momo, super, das kann er, wie kein anderer, den Böhler abgeschirmt. Und dann spielt er am Christian Herz über und der Slowak, der eingewechselt worden ist, trifft also zum 4-1, der standesgemäße 3-Goal-Vorsprung wiederhergestellt. Hat gesagt, wahrscheinlich. Mal schauen, ob der FCZ dann auseinanderbricht und 5. Nein, jetzt pfeift er ab, aber gleich geht's. Gewinnt das Derby, das 280. Derby, gewinnt der Grasshopper Club Zürich mit 4-1. Töpf. Zweimal Schettine, einmal Pusic und am Schluss in der Nachspielzeit noch der Christian Herz.